Was geht ab, YouTube? Jay Alpha hier. Viele fragen mich immer so, Jay, wie schaffst du es, so selbstsicher zu sein, so viel Confidence in dir selber zu haben? Deswegen dachte ich mir dazu, werde ich ein Self-Improvement-Video dazu machen und euch 5 Ways mitgeben, wie du deine Confidence steigern kannst. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Way number 1. Steh gerade, lauf gerade. Erinnere dich jeden Tag daran, gerade zu stehen und gerade zu laufen. Viele Männer heutzutage laufen unbewusst oder weil sie traurig sind, da warst du immer mit einem gebeugten Rücken und Blick nach unten. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Ja? Löwen, Bären, Gorillas machen sich groß, damit sie Stärke ausstrahlen. Sie wollen zeigen, dass sie in sich selber glauben, dass sie in ihre eigene Kraft glauben. Wenn du mit einem gebeugten Rücken läufst und mit einem Blick nach unten, würde dich keiner ernst nehmen. Die Leute um dich herum werden denken, du bist ein schwacher Mann. Frauen werden an dir vorbeilaufen, als wärst du irgendwie Stein auf dem Boden. Du bist uninteressant. Ja, deswegen erinnere dich jeden Tag daran, Rücken gerade, Schulter nach unten, Kopf nach oben und Blick Richtung Purpose. You get me? So wirst du auch besser über dich selber fühlen und deine Confidence wird sich auch dadurch steigern. Frauen achten auf 3 Sachen, wenn sie das Mann das erste Mal begegnen. Hände, Style, Confidence. Hände. Schau, ob du bist und schneidest deine Fingernägel regelmäßig ab. Wenn nicht, ist time to level up. Ja? Style. Wenn wieder alles offen haben sollte, geh ein bisschen shoppen, spiel ein bisschen rum und schau, was am besten zu dir passt. Kannst du jetzt machen, während du zu Hause bist, bestell die Sachen und spiel ein bisschen rum. Arbeite an deiner Physik, damit die Sachen auch gut an dir sitzen. Nummer 3, Confidence. Wenn eine Frau erst mit einem Mann zu tun hat, das erste Mal, will sie das Gefühl haben, dass dieser Mann erst mit mehreren Frauen zu tun hat. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du mit einer Frau das erste Mal sprichst, will eine Frau nicht gleich, dass du goofy bist oder so. Also die meisten Männer heutzutage machen auf lustig oder was auch immer. Und für eine Frau ist es einfach ein Zeichen, dass du nicht viel mit Frauen zu tun hast. Ja, wenn ich mit einer Frau spreche, ich bin dann ganz lustig, also nicht lustig, sondern einfach ganz entspannt, ganz neutral, ganz easy. Weil für mich ist das völlig normal. Und das wollen auch Frauen haben. Denn Frauen begehren Männer, die von anderen Frauen begehrt werden. Lass mich das nochmal sagen. Frauen begehren Männer, die von anderen Frauen begehrt werden. Denn eine Frau möchte es nicht mit einem Loser zu tun haben. Deswegen erinnere dich hinterher daran, steh gerade, lauf gerade. Way number 2, setze kleine Ziele und erreiche sie. 99% der Männer, Bader, Cup, Sims, setzen sich Ziele, die übers Mond hinausgehen und wenn versucht, diese Ziele zu erreichen, scheitern sie natürlich und geben auf. Das sind Low Value Men. High Value Men, 1% der Männer, setzen sich kleine Ziele und erreichen sie natürlich auch. Und irgendwann, wenn diese kleinen Ziele, die du gesetzt hast, irgendwann viel zu einfach werden, setzt du dir ein größeres Ziel, wo du aber auch weißt, hey, dieses größere Ziel wirst du auch schaffen und wenn du es geschafft hast, you're gonna feel good about yourself und du wirst auch näher an dein Ziel rankommen und deine Konfidenz wird sich auch dadurch steigern. Hier mal ein kleines Beispiel. Damals in den 90ern, als wir Super Nintendo gehabt haben und Mario gespielt haben, haben wir auch nicht Level 1 gegen Bowser gekämpft. It's levels to this shit, ja. Du kannst nicht im Level 1 gegen Bowser kämpfen, sondern du musst dich erstmal hocharbeiten. Genauso ist es auch im echten Leben. Wenn du dein Ziel erreichen möchtest, musst du bei den kleinen Zielen anfangen und diese kleinen Ziele erreichen und dich einfach hocharbeiten. It's levels to this shit. Way number 3. Take care of yourself like a champion. Es ist offensichtlich, was eine Dusche und eine Rasur machen können. Über eine Dusche will ich nicht viel eingehen, denn es sollte normal sein, dass du 1 bis 2 Mal am Tag duschen gehen solltest, ja. Also, ich gehe 2 Mal im Monat meine Haare schneiden, einfach damit ich in den Spiegel gucken kann und mir selber sagen kann, dass ich crispy aussehe. Denn wenn ich mit dieser Einstellung rausgehe, werden die Leute um mich herum denken, dass ich crispy aussehe. Wenn du in den Spiegel guckst, ja, und dir selber sagst, dass du scheiße aussiehst, werden die Leute um dich herum denken, dass du scheiße aussiehst. Ganz einfach, weil du sollst nicht vergessen, du kreierst deine eigene Realität. So wie du denkst, denken die Leute um dich herum. Okay? Hol dir ein frisches Shampoo. Einfach wenn du duschen gehst, einfach nochmal gut smelst, geh zu Douglas, ja, auch da wünsche ich dir viel Spaß beim Austesten, beim Ausprobieren, beim Rumspielen, schau was am besten für dich passt und nochmal ein kleiner Tipp am Rande, Frauen lieben es, wenn Männer gut riechen. Way number 4, lern dich besser kennen. Beim Versuch deinen Gegner zu besiegen, musst du deinen Gegner erstmal davor studieren, heißt du musst seine Stärken und seine Schwächen analysieren und das gegen ihn anwenden. Genau dasselbe bei deinem negativen Selbstbild. Um dein negatives Selbstbild zu besiegen und es mit Confidence zu ersetzen, musst du dich erstmal besser kennenlernen. Nimm dir die Zeit der Welt und tauch in dich rein. Schreib deine negativen Gedanken auf, warum du so denkst und was du natürlich auch dagegen machen kannst. Genauso dasselbe wie beim Positiven. Schreib deine positiven Gedanken aus, was du so gerne machst, was dir am meisten Spaß macht. Je tiefer du in dir selber grabst,
mit mehr Confidence wirst du rausgehen, denn du wirst dich besser kennenlernen. Du wirst merken, dass du Hobbys hast und du wirst deine kreative Seite an sie entdecken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und enjoy the marathon. Why number 5, spreche Frauen in der Öffentlichkeit an. Heutzutage ist das so, durch die ganzen Social Media Plattformen und Dating Apps haben Frauen viel zu viele Optionen. Und du musst einen Weg finden, irgendwie rauszustechen. Und das tust du am besten, indem du Frauen in der Öffentlichkeit ansprichst. Und du sollst keine Angst davor haben, Körbe zu bekommen, denn ein Kopf zum Kopf ist nicht schlimm. Ich bekomme Körbe, Cristiano Ronaldo bekommt Körbe, alle bekommen Körbe, jeder hat schon mal einen Kopf bekommen, auch Frauen bekommen Körbe. Ja, davor sollst du keine Angst davor haben. Frauen können Körbe geben und es aus verschiedenen Gründen. Entweder offensichtlich hat sie kein Interesse. Zweitens, es passt gerade zeitlich nicht, ja, oder drittens, du kannst ihre Nummer bekommen, aber wird sein, dass sie dich auf der Ersatzbank erstmal lässt, weil sie erstmal einen Freund hat und es gerade da eher gerade eh nicht so gut läuft und sie wartet einfach, dass der Freund Schluss macht und dann damit sie einfach später dann mehr Zeit für dich hat. So einfach ist es. Deswegen solltest du nie Angst davor haben, einen Korb zu bekommen. Du solltest eher Angst davor haben, wenn eine Frau dir Chosen Signals gibt und du Angst davor hast, sie anzusprechen, obwohl sie dir Chosen Signals gibt. Und wenn du nicht weißt, was Chosen Signals sind, dann wirklich Self-Improvement. Dann musst du echt an dir arbeiten. Hey, das war mein Video, ja, meine 5 Ways, meine 5 Ways zur Confidence, um deine Confidence zu steigern. Deswegen, ich hoffe, das Video hat es gefallen. Wenn das Video gefallen hat, like das Video, teile das Video, kommentiere das Video. Vergiss mich nicht, auf Instagram zu folgen. JS Alpha, ich will mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. It's time to level up.